Hey Leute, mein Name ist Eros und ich bin hier auf dem Kanal von KidFisto5555 und heute stelle ich euch 10 Fakten über Ram Kota vor. Viel Spaß beim Video! Anders als andere Jedi wurde Kota erst in einem vergleichsweise hohem Alter ausgebildet. Kota wurde erst mit 18 zum Schüler genommen. Meister Kota überlebte die Order 66 und die danach folgende Jedi-Säuberung. Kota hatte zwei Padawane namens Fallen Grey und Galen Merrick. Fallen Grey starb jedoch später bei der Jedi-Säuberung durch seinen eigenen Klon. Meister Kota war ein militärisches Genie, aber er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Stattdessen berief er sich auf seine eigenen Needs. General Kota erblindete durch sein eigenes Lichtschwert. Das passierte in einem Kampf gegen Starkiller. Kota konnte dem stetigen Druck der roten Klinge Starkillers nicht mehr standhalten, sodass dieser ihm seine eigene Klinge in die Augen drückte. Man hielt Kota für tot. Nachdem er von Starkiller endgültig besiegt wurde, schmiss ihn Starkiller mit Hilfe der Macht aus dem Fenster. Doch Kota überlebte, indem er in einem großen Transporter der überaus belebten Welt landete und einstwillig untertauchte. Kota spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung der Allianz zur Wiederherstellung der Republik. Yoda nahm Ram Kota als Schüler an und trainierte ihn. Kota bedeutet in der malaiischen und indonesischen Sprache Stadt. General Kota war ein äußerst begnadeter Taktiker und war auch im Kampf eher defensiv. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich will mich noch bedanken bei KidFisto5555 für diese Möglichkeit, dass er mich ein bisschen supportet. Und wenn ihr mehr von denen sehen wollt, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Euer Aerox. Ciao.